Kapitel 4 Verschollen im Blizzard. Am nächsten Morgen wurde ich von einem starken Windstoß geweckt. Als ich meine Augen öffnete, sah ich, dass sich gerade ein Schneesturm anbahnte. Er würde unsere Reise um einiges erschweren und ich weckte Shainook sofort auf. Wir hatten keine Zeit zu verlieren. Es dauerte nicht lange, bis der Schneesturm begann, größere Ausmaße anzunehmen. Man konnte nur noch wenige Meter weit sehen und es wurde noch kälter als ohnehin schon. Zudem wurde unsere Reise noch weiter erschwert, da uns der Wind entgegenkam und somit das Laufen erschwerte. Ich wusste schon nach kurzer Zeit nicht mehr, ob wir überhaupt noch vorankamen oder ob wir uns in die richtige Richtung bewegten. Selbst, falls wir noch auf der Route waren, würden wir noch Ewigkeiten bis ins Dorf brauchen. Zu lange, als dass ich einen Ausweg gesehen hätte. Ich versuchte mich irgendwie von diesem Gedanken abzulenken und deshalb sprach ich mit Shainook über etwas, das mir an dieser Reise durch den Sturm auffiel. Du Shainook, wegen dem Schneesturm, erinnert dich das Ganze auch so an die Geschichte? Er wirkte ziemlich verwirrt. Geschichte? Von welcher Geschichte redest du? Mir kommt das Szenario zum Glück nicht bekannt vor. Das wünsche ich nämlich keinem. Kennst du nicht die alte Geschichte von der Vulnona-Legende? Nie davon gehört, worum geht es denn da? Naja, in der Geschichte geht es um einen Menschen, der zu einem Pokémon geworden ist, ähnlich wie Günther. Nur, dass dieser Mensch ein Riolu und kein Kanimani ist. Er hat sein Gedächtnis verloren und während er es sucht, bildet er ein Rettungsteam mit einem Hydropi. Sie erfahren auf der Suche von der Vulnona-Legende, laut der ein Mensch von ihr verflucht wurde. Und alle geben dem Menschen die Schuld an den massigen Naturkatastrophen. Der Verdacht fällt natürlich auf Riolu und er flüchtet zusammen mit Hydropi, um Vulnona zu finden und die Wahrheit zu erfahren. Und auf dieser Reise gibt es auch eine ähnliche Szene. Sie laufen durch einen Eiswald und ein Schneesturm kommt auf, der ihre Reise deutlich erschwert. Daran musste ich gerade denken. Das ist eine interessante Geschichte. Aber weißt du noch, wie die beiden aus der Lage herausgekommen sind? Das wäre für uns gerade wichtiger. Vergiss es, dabei hilft uns die Geschichte von Team Blau leider nicht weiter. Sie wurden von einem fremden Pokémon gerettet. Das kann uns hier wohl eher schwer passieren, da es niemanden gibt. Außerdem, ich wollte gerade weitersprechen. Da wurde ich unterbrochen. Nicht, wie man aus solchen Geschichten kennt, von einem Pokémon, das uns rettet. Shainook war in den Schnee gefallen und begann zu husten. Ich dachte mir zunächst nichts dabei und half ihm wieder auf, damit wir weiterziehen konnten. Doch je weiter wir kamen, desto langsamer wurden wir. Genauer gesagt, Shainook wurde langsamer und ich hielt Schritt mit ihm. Ich merkte, dass es ihm merklich schlechter ging. Shainook, was ist los mit dir? Fühlst du dich nicht gut? Nicht wirklich, aber davon dürfen wir uns nicht abhalten lassen. Er stolperte wieder in den Schnee, doch dieses Mal ohne wieder aufzustehen. Lass es gut sein, es bringt nichts, so weiterzuziehen. Ich würde sagen, wir machen hier Rast, bis es dir besser geht. Solange der Sturm nicht schlimmer wird, werden wir es aushalten. Somit wurden wir zu einer weiteren Rast gezwungen. Das Dorf würde, wenn wir uns überhaupt in die richtige Richtung bewegen, immer noch mehrere Tage weit entfernt sein. Aber um überhaupt pausieren zu können, brauchten wir ein Lagerfeuer. Ansonsten würden wir erfrieren. Ich legte einige Zweige bereit. Schaffst du es, noch ein Feuer zu machen, Shainook? Er verschwendete seine ohnehin mangelnde Energie nicht mit Antworten, sondern schoss ein paar einsame Funken auf die Zweige. Ein richtiges Feuer konnten sie bei diesem Wetter nicht erzeugen, doch waren zumindest stark genug, die Zweige zum Glühen zu bringen. Das würde uns zumindest helfen, die Nacht zu überstehen. Aber am nächsten Morgen hatte sich die Situation in keiner Form gebessert. Der Schneesturm hielt weiterhin an, ohne jegliche Pause. Und Shainook ging es offensichtlich immer noch sehr schlecht. Trotzdem hatten wir keine Wahl. Würden wir nicht weiterlaufen, würden wir nie im Leben in Ostdorf ankommen. Und zwar wortwörtlich. Deswegen mussten wir weiterziehen, ob wir wollten oder nicht. Und wir wollten nicht. Wir kamen noch schlechter voran als am Vortag. Shainook schien sich kaum auf den Beinen halten zu können und dieses Mal versuchte er auch gar nicht, es zu verstecken. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt schon, ich würde sehr bald eine schwere Entscheidung treffen müssen. Es dauerte nur wenige Stunden, bis er schließlich endgültig zusammenbrach. Dieses Mal hörte er jedoch sofort auf, sich überhaupt zu bewegen.
Überraschend war es für mich nicht. Trotzdem wusste ich, dass ich jetzt ein riesiges Problem hatte. Shinnok hatte sein Bewusstsein verloren. Und es gab keine Chance, dass er sich so bald wieder aufraffen würde. Somit hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder würde ich ihn tragen müssen und versuchen, das Dorf noch irgendwie ohne Hilfe zu erreichen, beziehungsweise darauf hoffen, noch ein Pokémon vor dem Dorf zu treffen. Oder ich müsste Shinnok zurücklassen. Alleine war ich deutlich schneller und hätte noch ausreichend Items, um das Dorf vermutlich zu erreichen. Aber wenn ich das machen würde, dann würde Shinnok... Mir war selber klar, dass ich keine Wahl hatte, jedenfalls ließ ich mir selber keine. Ich konnte Shinnok auf keinen Fall im Stich lassen. Er ist bereits seit Jahren mein bester Freund und mein Partner. Entweder würden wir dieses Abenteuer gemeinsam überstehen oder gar nicht. Das hatte ich mir von Anfang der Reise an vorgenommen. Tatsächlich war es anfangs einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Shinnok wiegt glücklicherweise weniger, als es scheint. Und ich schaffte es trotz allem noch schneller voranzukommen, als er noch bei Bewusstsein war. Jedoch musste ich nun regelmäßig Pausen einlegen, da es auf Dauer für mich einfach noch zu anstrengend war, ein Pokémon zu tragen. Shinnok hingegen machte keine Anstalten aufzuwachen. Und ich wusste, solange ich das Dorf nicht erreichen und Hilfe bekommen würde, würde er das auch nicht. Da schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Was, wenn die Bewohner des Ostdorfes ebenso unfreundlich waren wie die des Westdorfes? Was, wenn niemand bereit wäre zu helfen? Aber ich redete mir ein, dass zumindest das Pokémon, was ein Teil unseres Teams werden sollte, uns helfen musste. Außer, es war nicht zum Westdorf gekommen, weil es sich weigert, dem Team beizutreten, weil ihm das Schicksal der anderen Welt egal wäre. Ich wusste irgendwie, dass uns bestimmt jemand helfen würde. Doch im Schneesturm verlor ich durch die Einsamkeit und die Anstrengung langsam meinen Verstand. Ich hatte noch etwa eine Tagesreise vor mir, so viel wusste ich, wenn ich in der richtigen Richtung unterwegs war. Jedoch wusste ich nicht, wie ich sie überstehen sollte. Zudem war Schlafen für mich auch keine Option. Ohne Shinnok konnte ich kein Feuer entfachen. Somit würde ich in dem Moment, in dem ich meine Augen zumachte, erfrieren. Somit musste ich einfach weiterziehen. Nach etwa zwei weiteren Stunden musste ich zudem noch meine letzte Wirbierbeere verbrauchen. Ohne sie würde ich als Pflanzen-Pokémon schnell Schäden durch die Kälte nehmen. Wir hatten eigentlich genug für die Reise ins Dorf eingepackt. Jedoch hatte nun alles deutlich länger gedauert, sodass ich mindestens 20 Stunden ohne ihren Effekt durchhalten musste, was eigentlich nicht machbar war. Ich lief weiter und weiter. Doch selbst diese letzte Beere wirkte inzwischen nicht mehr. Meine Beine taten weh und jeder Schritt wurde schwerer und schwerer. Der Wind wehte und fügte mir nun ebenfalls Schäden zu. Somit dauerte es nicht lange, bis ich es nicht mehr schaffte. Ich versuchte zu laufen, aber meine Beine gaben unter mir nach. Ich stürzte in den Schnee und ein schrecklicher Schmerz durchzuckte mich. Ich merkte, was nun gekommen war. Shinnok es... Tut mir leid, dass ich nicht länger durchgehalten habe. Das ist schon ironisch. Wir wurden dazu auserwählt, eine Welt wieder zu beleben und scheitern schon an der ersten Hürde. Wir waren wohl nicht die, für die uns der Überlebende gehalten hat. Es ist irgendwie schon erbärmlich. Habe ich recht? Bevor ich endgültig das Bewusstsein verlor, sah ich nur noch eine seltsame Silhouette in der Ferne. Es muss einige Stunden gedauert haben, bevor ich wieder aufgewacht bin. Ich befand mich in einem Igloo und vor mir knisterte ein Lagerfeuer. An ihm saß noch jemand, der sich gerade ein Carpador über dem Feuer briet. Ein Seemops. Genau gesagt, nicht irgendeins, sondern das, dem wir auch bereits in den ersten Stunden in der Eiswüste begegnet waren. Es hatte inzwischen auch bemerkt, dass ich zu mir gekommen war. Du bist also endlich wieder wach. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich war mal noch ziemlich durcheinander, was geschehen war. Da fiel mir etwas sehr Wichtiges ein. Wo ist Shinnok? Geht es ihm gut? Was hat er denn? Mach dir keine Sorgen. Er ist da hinten in der Ecke. Er ist immer noch bewusstlos, aber es geht ihm etwas besser. Er hat sich ein hohes Fieber eingefangen. Er muss sich noch ausruhen, aber bald wieder kerngesund sein. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich das hörte. Nun begann ich mich etwas auf unseren Retter selber zu konzentrieren. Und sind wir uns nicht schon einmal begegnet? Wie hast du uns gefunden? Ich bin euch schon seit etwa zwei Tagen gefolgt. Ich habe versucht, euch einzuholen. Du hast nach uns gesucht? Wieso das denn?
Anstatt mir zu antworten, nahm er seinen Fisch aus dem Feuer und sah zum ersten Mal zu mir. Dein Name ist Bulbi, habe ich recht? Was? Woher? Ich habe ihn in meinem Traum gehört, genau wie den von deinem Freund Shinox. Ich starrte ihn einen Moment lang wortlos an. Ich verstand genau, was er mir damit sagen wollte. Dann fiel mir etwas ein. Ich ging zu Shinox, da er immer noch unseren Beutel hatte, und kramte unser Foto heraus. Kannst du das bitte einen Moment halten? Er wirkte verwirrt, aber widersprach nicht. Naja, okay, aber warum? Er brach in dem Moment ab, in dem sich auf dem Foto etwas tat. Direkt neben dem Bild von mir ploppte noch eines auf. Von ihm. Wahnsinn, da ist einfach gerade so ein Bild von mir aufgetaucht. Wie geht das denn? Das wüsste ich selber gerne, aber das Wichtigste ist, wozu? Weil ein Pokémon, das ein Teil unseres Teams werden soll, dieses Foto berührt, dann erscheint sein Bild. Ist sozusagen der Beweis, dass ein Pokémon wirklich dafür ausgewählt ist. Das heißt so viel wie Willkommen im Team. Wie lautet denn eigentlich dein Name? Ich bin Seemops. Du kommst aus dem Ostdorf, oder? Naja, geografisch gesehen gehört mein Haus wahrscheinlich dazu, aber sonst habe ich auch nichts mit dem Dorf zu tun. Den Pokémon dort bin ich egal, also sind sie mir es auch. Verstehst du dich nicht gut mit den anderen dort? Du musst doch zumindest irgendjemanden dort haben, deine Familie zum Beispiel. Ich habe schon lange keine Familie mehr. Nein, ich bin mir sicher, ein Grund, warum ich für diese Reise ausgewählt wurde, ist, dass ich nichts habe, was mich hier hält. Ich habe nichts dagegen zu verschwinden, ganz im Gegenteil. Er sah verträumt ins Feuer. Ich träume schon lange davon, diesen Ort zu verlassen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als mir die Stimme im Traum gesagt hat, was meine Aufgabe ist. Ah, stimmt. Wo wir gerade bei der Stimme sind. Ich sollte euch etwas sagen, sobald ihr ankommt. Ich soll euch etwas ausrichten. Ich weiß selber nicht wirklich, warum. Und mir kommt es auch selber etwas komisch, kryptisch und düster vor. Aber wirklich? Du hast eine Nachricht des Überlebenden? Vielleicht ein wichtiger Hinweis für unsere weitere Reise. Was hat er denn genau gesagt? Diesen Kampf habt ihr gewonnen, aber der Krieg hat gerade erst begonnen. Ich sah ihn sehr verwirrt an. Was guckst du so? Ich hab's ja gesagt. Ich sagte, ich verstehe es selber nicht. Das hat er wirklich... Wir haben es also doch mit einer anderen Art von Pokémon zu tun, als ich dachte. Also jetzt mal wegen der weiteren Reise. Ich denke, sobald Shinox sich erholt hat, reisen wir so schnell wie möglich ab, oder? Naja, wir müssen eben gucken. Der Weg zur Küste müsste ja auch einige Zeit dauern. Nein, tut er nicht. Ich habe nur so lange gebraucht, euch zu finden, weil ihr ganz komische Wege gelaufen seid. Noch ein paar Stunden und du wärst wieder im Westdorf gewesen. Dazu konnte ich zunächst auch wieder nichts sagen. Wir waren also all die Zeit einfach im Kreis gelaufen. Und all meine tollen Berechnungen von wegen, wir sind bald da, waren kompletter Blödsinn. Und noch was anderes. Braucht ihr vielleicht noch etwas Verpflegung? Ich habe sehr viel bei mir zu Hause und ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt je wieder zurückkomme. Ich war zunächst relativ überrascht, aber froh über sein Angebot, denn tatsächlich hatten wir nicht so viel Verpflegung auftreiben können, vor allem für mehr als nur 2 Pokémon. Ja, das wäre wirklich sehr hilfreich. Schaffst du es denn, die Sachen einfach zu holen? Schließlich ist es von hier relativ weit bis zu deinem Dorf. Er selber schien sich tatsächlich noch mehr zu freuen als ich. Das passt schon, ihr könnt hier bleiben. Ich komme mit im Schnee schnell voran und wird keinen Tag brauchen. Ich gehe sofort los. Leider machte ich den großen Fehler und fragte ihn auch noch etwas. Sag mal, was genau lagert eigentlich bei dir zu Hause? Das Einzige, was ich noch von meinen Eltern habe. Genug gefrorene Carpador, um ein 5-Pokémon-großes Team etwa 17 Jahre lang zu versorgen. Ich hatte schon Angst, ich müsste sie wegwerfen, weil sie langsam anfangen zu riechen. Aber das ist wohl kein Wunder, sie sind schließlich schon seit mehreren Generationen im Familienbesitz. Somit wusste ich nun alles, was ich nicht wissen wollte. Ich aß sowieso keine anderen Pokémon und alleine der Geruch von Fisch ekelt mich an. Und dieser Fisch war wahrscheinlich schon Jahrhunderte alt. Aber bevor ich überhaupt die Gelegenheit bekam, mir noch eine Ausrede einfallen zu lassen, damit er sie doch nicht holte, war er bereits weg. Wir rasteten noch ein paar Tage in dem Igloo. Shinox ging es inzwischen wieder gut und wir hatten ihm alles erklärt. Er schien sofort sehr gut mit Seemops als neuem Mitstreiter klarzukommen, was die Sache deutlich vereinfachte. Als wir schließlich wieder reisen konnten, verließ ich zum ersten Mal in all der Zeit das Igloo. Der Schneesturm war vorüber und die Sonne schien vom Himmel. Es war trotzdem, vor allem anfangs, als ich aus dem
beinahe zu warmen Iglo kam. Sehr kalt. Aber das würde uns nicht aufhalten. So konnten wir schlussendlich unsere Reise doch noch fortsetzen und hatten unseren ersten Schritt gemacht. Unsere Reise ging nun zu dritt weiter, in Richtung des Waldkontinents.